Gut, ja, was ist der Grund, warum sind wir heute online? Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Ja, aber ich glaube, wir machen das Beste draus und ich würde sagen, ich fange schon mal langsam an mit der Präsentation. Vielleicht kommen noch einige dazu. Wir sind jetzt momentan 34 Teilnehmer. Das sind mehr, als ich erwartet habe. Ich freue mich. Super, dass ihr alle Zeit hattet und kommen konntet. Fangen wir mal an mit der ersten Seite. Also erstmal, wir werden ja heute eigentlich in dem Büro von PM1, sprich PM1 ist unser Sponsor für den heutigen Tag. Dafür möchte ich mich auch nochmal, wenn meine Kollegen gerade auch dabei sind, nochmal bedanken, dass wir das überhaupt auch möglich machen, auch online. Das heißt, eine kurze Vorstellung, wer ist PM1 eigentlich, damit man weiß, was machen wir eigentlich. Unser Hauptsitz ist in München, wie schon erwähnt, da wäre ja heute auch die Veranstaltung. 2007 gegründet, mittlerweile über 160 Mitarbeiter, 500 Projekte. Wir waren auch schon Microsoft Partner of the Year gewesen. Und wir beschäftigen uns größtenteils mit Data, AI, Analytics, BI und CPM. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf Data Management, also sprich alles, was rund ums Data Warehouse passiert, Data Lake, die neue Variante, dann Business Intelligence, alles, was wie es ums Reporting steht, wo ich ja auch gleich einsteigen werde mit dem Self-Service BI beziehungsweise Managed Self-Service BI. Ich mag das Wort Self-Service BI nicht so gerne. Das ist ja lässt immer vermuten, da steckt irgendwie nichts dahinter an irgendwelche Governance. Dann nächster Bereich Data Science. Da haben wir auch ein paar Leute, auch in Paderborn sitzen, Doktoren und ausgebildete Leute, die sich nur damit beschäftigen und quasi in den Reports auch so predictive und prescriptive, also Vorhersagen treffen mit Hilfe der Daten, die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann natürlich auch noch ein Teil haben wir auch Strategy Consulting. Also sprich, wie würden wir jetzt strategisch vorgehen in der BI-Architektur oder in der Reporting-Plattform etc. Genau. Super. Dann fangen wir mal an mit meiner Präsentation. Das sind die folgenden Links, die wir heute benutzen werden. Ich werde auch immer mal zwischendurch die Präsentation stoppen und ich werde dann dementsprechend auch auf diese Seiten gehen. Wir fangen quasi eigentlich im Power BI Service an. Das ist ja eigentlich der Zugangspunkt schlechthin, wo wir die ganzen Einstellungen für unsere Umgebung schaffen. Dann gehen wir auch nochmal ins Azure-Portal, wo wir die Rollen vergeben, ins Protection Center, wo wir Benachrichtigungsrichtlinien einsetzen. Und wie können wir das alles automatisieren? Das können wir mit Flow machen. Das ist auch ein Teil der Power-Plattform, neben Power BI, Power Apps und Power Virtual Agent. Dann habe ich hier noch so eine E-Mail, noch so einen Link grau eingefärbt. Oh, ich sehe gerade eine Frage. Ja, die Präsentation wird natürlich abgespeichert und jeder darf darauf zugreifen. Genau wie die Übertragung, die wir gerade machen, die wird aufgezeichnet. Sprich, die Leute, die heute leider nicht dabei sein können aufgrund von Kinderbetreuung oder weil sie gerade im Dienst sind, vielen Dank dafür, kriegen das dann natürlich auch nochmal zur Verfügung gestellt. Genau, ausgegraut heißt jetzt nicht, ist irgendwie unwichtig. Das ist einfach nur, da braucht man keine Rollen oder keine Berechtigung für. Das ist der Blog von einem Kollegen und mir, wo wir Anleitungen zur Automatisierung von Prozessen zum Beispiel hinterlegt haben, aber auch andere interessante Einträge, Blog-Einträge mit Prozessen. Genau. Dann haben wir die Berechtigung. Was für Berechtigungen benötigen wir heute? Erstmal zuhören und schauen. Wir haben Office 365 Admins, die benötigen wir, wenn ihr jemanden kennt, der Office 365 Admin ist, gut merken und festhalten. Derjenige kann euch dann nämlich helfen, so Benachrichtigungsrichtlinien einzusetzen und einzustellen. Dann gibt es den Power BI Admin, auch eine ganz wichtige Person, vielleicht werdet ihr das ja auch. Diese Rolle ist unabhängig vom Office 365 Global Admin zum Beispiel. Also dieser Admin darf wirklich nur im Power BI Service walten und schalten, sprich die ganze Umgebung einrichten. Und dann haben wir also die Office 365 Lizenz generell, damit man natürlich auch die Apps nutzen kann, wie zum Beispiel ein Flow, also Power Automate, um das dann halt auch ja umzusetzen. Dann gehen wir mal weiter in der Präsentation. Jetzt kurz nochmal eine Vorstellung zu mir. Der ein oder andere kennt mich vielleicht schon von einem DIA-Training oder von wo auch immer. Und ja, kurz zu mir. Ich habe letztes Jahr angefangen, die Power BI Days in Deutschland zu organisieren.
Wir hatten in München angefangen, wollten jetzt die zweite Event in München machen und im nächsten Monat gibt es das auch in Hamburg. Sprich, Hamburg werden wir auch online übertragen. Dafür gibt es dann wahrscheinlich auch noch Tickets. Also wir haben definitiv noch Tickets dafür. Da werden dann natürlich auch andere Themen noch behandelt. Ich werde auch wieder dabei sein mit Governance tatsächlich, weil es war ja vorher eigentlich geplant, das am Standort zu machen. Wir haben aber auch andere Speaker dort, die auch andere Themen behandeln werden. Zu mir, ja, gebürtig aus Mecklenburg. Ich war schon in Niedersachsen, zu Hause in Hamburg und jetzt aktuell in Schleswig-Holstein. Ja, wie man sieht, ich finde ja, so eine Startseite oder so eine Präsentationsseite muss ja nicht langweilig sein. Ich bin ja verheiratet, habe zwei Katzen, ich habe Supervisor for two Cats. Vielleicht springen die heute auch noch mal zwischendurch immer auf den Tisch, deswegen hoffe ich, das zu entschuldigen. Aber Homeoffice ist halt immer so eine Sache. Genau, dann ja, ich beschäftige mich mittlerweile seit 3 Jahren mit Power BI. Ich bin quasi wirklich besessen von Power BI, ein bisschen. Und ja, wenn ich nicht gerade irgendwie mich mit Power BI beschäftige, gehe ich auch gerne schwimmen und zeichne. Ich zeichne auch die Logos für die ganzen Power BI Days. Und wie gesagt, organisiere die Power BI Days mit dem Jan Mjölken zusammen, der leider heute nicht die ganze Zeit aktiv dabei sein kann, da er einen kleinen Notfall im Büro hatte, beziehungsweise im Homeoffice jetzt. Und genau, unten noch ein paar Links. Gerne könnt ihr mich auf LinkedIn adden oder auf Twitter gerne Fragen stellen dort. Ich antworte relativ schnell. Wie mein Kollege immer so schön sagt, wir sind zwar Consultants, aber wir rechnen nicht minutenweise ab, nur stundenweise. Nein, auch Scherz. Gerne, wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach eine kurze Frage stellen, ist kein Problem. Gut, dann fangen wir mal an. Wie startet der Self-Service normalerweise heutzutage in den Organisationen? Ich hoffe, wir erinnern uns, oder hoffentlich kennt jeder diesen süßen kleinen Kerl, Gizmo, aus den Gremlins. Man kennt es ja, man hat die Regeln, es gibt es eigentlich nur zwei Regeln, nicht nach Mitternacht füttern und nicht nass werden lassen. Und selbst das scheint schon in einigen Sachen immer schwierig. Dementsprechend fängt es meist an mit einer Person und das vermehrt sich dann radikal und sehr, sehr schnell. So. Und dann auf einmal haben wir 20.000 Leute. Naja, okay, wenn die Organisation jetzt 200 Leute hat, dann wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, aber ehe man sich versieht, haben viele, viele Leute eine Power BI Free Lizenz, haben die dann sich mal zum Testen eine Testlizenz runtergezogen und auf einmal passiert's. Ja, wir fangen an mit den technischen Problemen. Mein Arbeitsbereich ist verschwunden und ich habe alle Berichte darin verloren. Woran kann das liegen? Ja, wenn es vorher keine Regelung gab, wo man sich dran wenden kann, ist es schwierig, da jetzt jemanden zu finden, der einem hilft. Dementsprechend hier auch schon mal so im Hinterkopf behalten, Governance ist ein ziemlich wichtiges Thema. Genau das gleiche wie Power BI Desktop kann nicht installiert werden. Warum? Haben wir irgendwelche Restriktionen auf unseren Rechnern? Darf nur ein Admin das machen? Oder Power BI kann nicht aktualisiert werden? Okay, warum? Ja, vielleicht haben wir da auch irgendwelche Restriktionen, was auf unserem Rechner abgeht. Also vielleicht darf da auch wirklich nur der Admin dran. Dann, das Dashboard kann nicht über den Desktop geöffnet werden. Dashboard? Okay. Warum kann ich mein Dashboard nicht öffnen? Weil vielleicht die Definition Dashboard und Report noch nicht ganz so bekannt ist. Tatsächlich, kurze Erklärung, Dashboards sind Zusammenstellungen aus unterschiedlichen Kacheln, aus Reports. Also sprich, wir können an einem Dashboard, das ist eine High-Level-Übersicht über verschiedenste Reports. Wenn wir in einem Workspace 10 Reports haben, können wir diese zu einem Dashboard zusammenfassen, was dann aber wirklich nur eine High-Level-Übersicht ist und diese kann man nicht im Desktop öffnen, weil das technisch eigentlich gar nicht möglich ist, weil wir dann halt die einzelnen Reports öffnen müssen. Dann, ach so, genau, wenn irgendwie Fragen zwischendurch sind, gerne in der Fragensektion reinschreiben. Ich schaue dann immer zwischendurch, ob ich die antworte oder ob wir das am Ende machen. Ich mache das ganz spontan, je nachdem, was für Fragen kommen, würde ich sagen, wenn es schnell geht, antworte ich die gleich. Wenn es eine längere Antwort ist, dann würde ich es am Ende dann machen. Genau, Power BI Desktop ist zu langsam. Ja, auch so ein technisches Problem liegt vielleicht an der Maschine oder wer weiß. An was es liegt. Dann das Vertrauen in der Organisation. Wir kriegen mittlerweile alle so ein Office 365-Paket schon von Haus aus mit. Beim Onboarding kriegen wir einen Rechner, wo dann alles schon vorinstalliert ist und wir können da jetzt tatsächlich einfach mit Power BI anfangen, weil Power BI gibt es als Free-Version und das kostet uns nichts, das können wir einfach nutzen, wenn wir Office 365 haben. Wenn wir da jetzt anfangen und wir wollen gerne mal so einen Report teilen, brauchen wir halt die Pro-Lizenz. Sprich, wir müssen einmal so eine 60-Tage-Testversion nutzen. Klar, können wir machen, klicken drauf, 60 Tage, aber was ist, wenn die 60 Tage um sind?
Ja, keiner kümmert sich drum, keiner fühlt sich verantwortlich, wir haben keine Governance. Und zum Beispiel interne Daten werden in dem Web ausgesetzt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ich nochmal aufmerksam machen möchte, bevor so ein Power BI-Bereich eingerichtet wird. Bitte setzt euch mit demjenigen zusammen, der das alles sponsort oder der da wirklich mit drinne ist. Und richtet das von Anfang an ein, weil sonst passieren da so Sachen wie, es gibt einen kleinen Button, da kann man draufklicken, Publish to Web. Und wenn ihr da draufklickt, dann sind eure Daten im Netz. Also das heißt, selbst meine Oma könnte dann eure Daten sich angucken. Ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber ist tatsächlich so. Also da müsst ihr aufpassen. Und das kann man halt alles einstellen im Vorfeld. Also man kann diesen Button ausschalten und eine bestimmte Sicherheitsgruppe draufsetzen, die sich dann damit auseinandersetzt. Also wenn jemand was veröffentlichen will mit Demo-Daten, ist das ja kein Problem. Das sollten dann aber wirklich die Leute machen, die dann da auch wirklich geschult drin sind. Und dann noch Sonstiges. Ich brauche jetzt Power BI Pro nicht, um einen mit mir geteilten Bericht zu lesen. Ist auch so eine typische Aussage, die man hört meistens im Unternehmen. Ist leider nicht so, nicht immer so. Das liegt halt immer daran, in welcher Lizenz wir uns befinden. Dazu komme ich aber auch gleich nochmal. Da habe ich auch nochmal eine kleine Folie zu, welche Lizenzen gibt es und was kann man mit diesen Lizenzen machen. Und dann natürlich die politische Frage, wer ist für Power BI verantwortlich, also wer sponsert die ganze Geschichte. Und ja, wenn wir diese Fragen mal alle zusammennehmen und jetzt mal zur IT gehen, sagen die uns, das fasse ich nicht an, da haben wir nie drüber geredet, frage irgendjemand anderen. Genau, und um diese Frage, um das einfach zu vermeiden, dass das jetzt die IT sagt, kann oder gebe ich heute mal einen kleinen Einblick, also wirklich einen Basiseinblick. Wir haben ja heute auch nur jetzt noch 30 Minuten für meinen Vortrag. Vielleicht überziehe ich 5 Minuten oder so, mal gucken. Aber ja, ich hoffe, in der kurzen Zeit einfach mal so ein Grundverständnis dazu aufzubauen, wie das alles funktioniert. Sprich, wer konsumiert Reports? Also, wir fangen schon mal an. Report-Konsumenten. Wir haben einzelne Personen. Haben wir einzelne Personen, dann brauchen wir gegebenenfalls gar keine gemeinsame Nutzung oder Zusammenarbeit. In dem Fall reicht dann einfach der Power BI Desktop plus die Power BI Free Lizenz. Also da ist tatsächlich, die Free Lizenz läuft nie ab. Die bleibt bestehen. Und wenn ich da selber nur drin rumarbeite, brauche ich mehr eigentlich gar nicht. Habe ich kleinere Gruppen, brauche ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dashboard-Freigabe machen möchte oder eine Power BI-App, brauche ich schon Power BI Desktop und Power BI Pro. Sprich, sobald es ans Teilen geht, wird es teuer. Also da muss man dann halt Münzen einwerfen, damit man das dann auch sehen darf quasi. Und wenn wir dann tatsächlich eine breite und weltweite Organisation haben mit mehr als 500 Benutzern und externen Leuten, die vielleicht auch noch auf die Reports zugreifen wollen, also wollen wir Apps bauen und embedden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder eine Premium-Kapazität nehmen, auf der wir dann das alles aufbauen, oder wir gehen direkt rein und sagen, wir setzen den ganzen Power BI-Tenant auf Premium, also die ganze Umgebung von Power BI auf Premium, oder wir setzen einzelne Arbeitsbereiche nur auf, geben eine bestimmte Kapazität mit. Es wird ein bisschen klarer, wenn ich jetzt mal in die nächste Folie gehe. Da haben wir nämlich die Lizenzen einmal aufgelistet. Der Power BI Desktop ist an sich eigentlich keine Lizenz. Ich habe es jetzt aber trotzdem runtergeschrieben, weil es halt einfach nur für den Benutzer ist. Es ist eine kostenlose ja, Erstellungs-App, wo man Berichte und Ad-hoc-Daten analysieren kann. Das ist ein Tool, das man sich im Microsoft Store runterladen kann. Der Desktop wird einmal im Monat aktualisiert, zumindest die Cloud-Variante. Und dort können wir dann selbst uns einmal schnell einen Report bauen. Dann gibt es die Power BI Free. Das ist die Lizenz tatsächlich, die dann auch mit dem Desktop zusammen genutzt werden kann, indem ich dann meine Daten im Report dann hochlade und im Power BI Service veröffentliche. Und dort kann ich das dann halt, wie hier so auch steht, nur schnelle, einfache Self-Service-Analysen für den persönlichen Gebrauch, wirklich als Ablage die Reports in der Cloud dann. Also ich nutze dann die Cloud als Ablage für meine Reports, anstatt sie jetzt irgendwie lokal auf meinem Rechner zu speichern. Dann gibt es die Power BI Pro-Lizenz. Diese Lizenz ist quasi zum Teilen, ich habe es ja schon gesagt, sofern es ans Teilen geht, muss man bei Microsoft Münzen einschmeißen. Das ist dann für die Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Dashboards, Reports etc. Und die brauche ich tatsächlich, wenn ich Sachen veröffentlichen möchte oder halt auch irgendwo einbinden möchte, wie zum Beispiel in ein Teams oder in ein SharePoint. Dann gibt es die Power BI Premium Lizenz, hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört.
Weiß schon irgendjemand, was mit dieser Lizenz anzufangen? Gerne mal schon mal die Hand heben. Ich möchte ja nicht nur reden, ich möchte mal gerne mal gucken, ob hier auch einige Leute schon mal von der Power BI Premium Lizenz oder vielleicht haben einige sogar schon Power BI Premium. Gerne einmal die Hand heben im Chat. Da gibt es so ein kleines Symbol mit der Hand. Mal draufklicken. Ich klicke mal durch, wer hier alles schon mal mit Power BI Premium in Berührung gekommen ist. Tatsächlich, da haben wir sogar schon einige. Ich kann sagen, es ist eine sehr coole Lizenz. Es ist jetzt keine Benutzerlizenz, es ist eine Lizenz, die auf Kapazitäten ausgelegt ist. Sprich, damit geben wir zum Beispiel einem Workspace eine bestimmte Leistung, damit ein Report schneller aufgebaut werden kann, also schneller berechnet werden kann, dass die Abfragen einfach schneller geladen werden. Das heißt, die wird nicht pro Benutzer irgendwie vergeben, sondern wirklich pro Workspace oder pro Umgebung. Genau, das ist das, was man wissen möchte, muss quasi dazu. Also Premium kombiniert man dann quasi mit einer Pro-Lizenz. Im Premium dürfen dann alle Leute gucken, nicht anfassen. Dafür braucht man dann immer noch mal die Pro-Lizenz. Also sprich, alle Leute, die entwickeln und Reports hochladen wollen, brauchen trotzdem eine Pro-Lizenz. Alle, die nur gucken wollen, brauchen gar keine Lizenz in dem Sinne mehr, weil diese Premium-Kapazität das dann abdeckt. Zumindest wenn man sie auf den ganzen Tenant einstellt. Genau. Dann gehen wir mal in die nächste Folie. Jetzt kommen wir schon in die Power BI-Umgebung. Das ging schnell. So, ich frage noch mal kurz nach Handzeichen. Wer hat tatsächlich jetzt schon mal Power BI? Wer ist Power BI Admin? Also der gerne mal die Hand heben, damit ich mal sehe, wer hier Admin Berechtigung hat. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das heißt, es sind schon einige, die hier auch was denn tatsächlich damit anfangen können. Für die Leute, die einen Admin kennen, ist auch nicht schlecht. funktioniert dann genauso. Jetzt werde ich die Präsentation einmal kurz beenden. Und jetzt gehen wir direkt in den Power BI Service. Für alle, die ihn nicht kennen, das nennt sich hier app.powerbi.com. Gerne können da alle mit reingehen, also jeder, der am Computer sitzt, kann da auch gerne mal auf die Seite draufklicken und schauen, ob derjenige schon angemeldet ist. Bei mir sieht man jetzt hier, ich habe eine Testversion tatsächlich, ich habe mir diesen Tenant mal angelegt. Also das ist eine Testumgebung. Das ist jetzt nicht die Umgebung von meinem Arbeitgeber, sondern eine eigene, die ich mir aufgebaut habe. Und hier sieht man das halt schon mal mit der Testversion. Also wenn man eine Testversion hat, kann man das hier oben sehen. Wenn man eine Free-Version hat, steht hier oben meist nichts. Wenn man dann aber anfängt, hier zum Beispiel im Arbeitsbereich einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, kommt dann eine Nachricht, wo dann drin steht, Upgrade auf Pro-Lizenz, oder man darf einfach einen Arbeitsbereich erstellen. Das bedeutet dann, man hat schon eine Pro-Lizenz. Genau. Für alle, die sich jetzt fragen, warum sieht das Design so ein bisschen anders aus? Ganz einfach. Ich habe hier einfach das neue Design eingeschaltet. Das wird demnächst dann auch tatsächlich standardmäßig, drinne sein, also nicht erschrecken, wenn sich das dann irgendwann mal wirklich ändert und ohne Vorwarnung ist dann ein neues Design. Daneben haben wir eine Suchleiste, in der wir mittlerweile, die gibt es auch erst seit einer Woche, die komplette Umgebung, in der wir berechtigt sind, um sie durchsuchen können nach bestimmten Reports, Dashboards oder auch Datensets. Und jetzt gehen wir mal in den interessanten Bereich für alle Admins. Der befindet sich hier auf dem Zahnrädchen. Unter Einstellungen gehen wir direkt ins Verwaltungsportal. Und können dann im Verwaltungsportal, sieht man jetzt, wie gesagt, ich hatte angefangen da mal mir sowas aufzubauen, deswegen sieht es bei mir nicht so, ja, viel aus, sag ich mal. Hier hat man so einen kleinen Einblick in, wie viele Datensets gibt es schon, wie viele Reports, wie viele Dashboards. Ich hoffe, einige kippen jetzt nicht hinten über. Wer hat den Bereich, wer kann in dem Bereich jetzt was sehen und einmal die Hand heben? Ja. Ich sehe schon, mein Kollege macht auch mit. Ja, Christoph, ich weiß, dass du was siehst. sehr schön. Und jetzt die nächste Frage. Wer ist überrascht, jetzt zu sehen, wie viele Reports da schon drinne stehen? Der hebt mal die Hand. Ah, interessant. Okay, wir haben doch den einen oder anderen, der jedoch noch die Hand hebt. Sehr interessant. Gut, dann gehen wir mal in den nächsten Punkt. Der benennt sich Benutzer. Hier können wir jetzt, sofern wir in Office 365 Admin sind, ins Benutzerzentrum wechseln und da sehen, welche Benutzer jetzt angemeldet sind im Office 365 und welche Lizenzen die Personen haben.
Dann haben wir hier das sogenannte Überwachungsprotokoll. Da kommen wir gleich zu. Aber als erstes gehen wir einmal in die Mandanteneinstellung. Das ist so der wichtigste Punkt, wo ich eigentlich mit den Leuten als erstes hingehe, wenn wir anfangen mit Power BI zu arbeiten und die noch niemand was eingerichtet hat. Hier finden wir die ganzen Einstellungen, die diesen Service betreffen, also den Power BI Service betreffen. Hier fangen wir an oben mit Hilfe- und Support-Einstellungen. Hier können wir, sehen wir ja hier oben so ein kleines Fragezeichen und wenn man da draufklickt, sieht man ja hier einige Punkte. Hinter einige Links kann man seine eigenen Links legen, also eine eigene URL. Sprich, wenn man jetzt eine eigene interne Seite hat, wie zum Beispiel Confluence oder whatever, kann man das dahinter legen, sodass die Leute dann gleich auf die eigene Seite weitergeleitet werden und dort dann die Informationen dementsprechend abgreifen können. Dann haben wir die Arbeitsbereiche auch, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte vorher darüber Gedanken machen, wie die Arbeitsbereiche und von wem die Arbeitsbereiche erstellt werden. Also entweder jeder darf sie erstellen, die gesamte Organisation, oder wir richten eine Sicherheitsgruppe ein. Ich kann immer empfehlen, richtet eine Sicherheitsgruppe ein, wenn ihr euch nicht sicher seid erstmal und könnt dann sehen, wie es läuft. Also der Werdegang ist ja eigentlich der, dass aus jeder Abteilung, so ist Best Practice, so schlage ich es vor, also sich ein Requirements Lead ergibt oder zwei, die dann quasi dieses Power BI-Thema treiben und jeder weiß, dass diese Personen halt auch Ansprechpartner sind und diese würden dann hier eingetragen werden, sodass jeder weiß, aha, wenn ich jetzt einen Bericht veröffentlichen will, gehe ich dann zu Michael Müller, weil der ist jetzt in meiner Abteilung Controlling zum Beispiel der Lead und weiß ganz genau, wie er das machen muss. Und dann frage ich ihn einfach, ob er mir dann einen Arbeitsbereich erstellt, in dem ich dann mit meinem Team arbeiten kann. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige so, okay, Sicherheitsgruppe, aber wo erstelle ich jetzt so eine Sicherheitsgruppe? Ja, dazu brauchen wir, wie gesagt, den Office 365 Admin und wir finden das in der URL portal.azure.com. Für alle, die jetzt auch Berechtigungen darauf haben, können da gerne mal schauen und können dann unter hier oben Active Directory können dann hier eingeben und befinden sich dann sofort in der Benutzerverwaltung, können dann auf die Benutzer gehen und können dann hier neue Benutzer oder sonst was einstellen. Ne? Also man kann hier auch Gruppen erstellen. Ich habe jetzt hier mal meine Test-User erstellt und diesen einzelnen Usern kann man dann zum Beispiel auch, wo wir gerade bei der Lizenzfrage waren, bestimmte Rollen zuweisen, unter denen dann natürlich bestimmte Lizenzen liegen und kann dann hier sagen, ich weise jetzt der Anna einmal den Power BI Admin zu, gibt den hier einfach mal ein, den gibt es denn hier und kann dann sagen, aha, die Anna kriegt jetzt den Power BI Admin und darf jetzt genau die gleiche Sicht im Power BI Tenant haben wie ich. Also die kann jetzt auch hier einstellen. Die Gruppe lege ich dann dementsprechend auch hier an und trage sie dann im Endeffekt einfach nur noch hier ein. Genau. Super. Dann gehen wir weiter. Wir haben auch noch die Möglichkeit, also ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen Punkt durch, weil sonst sind die letzten 15, 20 Minuten gleich rum. Ganz wichtig auch noch ein Punkt, Einstellung für Export und Freigaben. Also für alle Leute, die jetzt Berichte hochladen, haben es vielleicht im Power BI schon mal gesehen. Man kann aus diesen einzelnen Visuals auch nochmal einen Excel-Export rausziehen. Also tatsächlich im Report direkt. Ich zeige das mal. Ich gehe mal in so einen Test-Report rein und schauen wir mal an, was da so drinne ist. Im Moment ist es bei mir eingestellt, dass jeder sich jetzt auch einen Export ziehen darf und könnte dann hier auf Daten exportieren gehen und würde dann einmal die zusammengefasste Version kriegen oder ich kann sogar tatsächlich in die zugrunde liegenden Daten reingehen, in das Datenset und mir diese Daten auch nochmal rausziehen. Ja, ist jetzt Frage, wie man es handhaben will. Möchte man, dass alle das können? Möchte man das nicht? Ja. Und dann auch der wichtige Punkt, wo ich gerade in so einem Report bin. Wir haben hier halt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt Sachen einzubetten und jetzt gibt es hier den Link im Web veröffentlichen. So, und diesen Link, das ist der, den ich eigentlich normalerweise immer als erstes zeige, wenn ich mir so eine Einstellung angucke. Hier sieht man jetzt, wenden Sie sich an den Administrator. Also ich habe es tatsächlich schon eingestellt, dass auch in meinem Test-Tenant, auch wenn nur ich da drin bin, ich mich jetzt an meinen Admin wenden müsste, um diesen Bericht zu veröffentlichen. Sprich, jeder sieht den Punkt, kann ihn dann aber nicht mehr nutzen, muss dann halt zu dem ja, Requirements Lead gehen und fragen, ob man das dann halt auch veröffentlichen darf. So, jetzt gehe ich wieder zurück über das Zahnrädchen ins Verwaltungsportal und dann wieder auf die Mandanteneinstellung. Wo ich dann jetzt, wie gesagt, bei der Einstellung für Export und Freigaben stehen geblieben bin.
Genau, Einstellungen wirklich hier einmal überprüfen, ob das auch so gewollt ist. Dann gibt es auch noch so Sachen wie Einstellungen für das Inhaltspakete und für die Apps. Das brauchen die meisten Organisationen wahrscheinlich erstmal nicht. Das sind Daten, die man dann ja vordefinieren kann, also bestimmte Reports mit Inhalt, ohne Inhalt, die man dann auch veröffentlichen kann als App. Dann gibt es die sogenannten Integrationseinstellungen. Dürfen wir bestimmte Visuals mit einem bestimmten Service dahinter nutzen? Dürfen wir es nicht? Einstellung für benutzerdefinierte Visuals. Man kann tatsächlich auch selber Visuals bauen, für alle, für die der App Store nicht ausreicht. Und die Visuals, die im Power BI drin sind, können sich hier auch selber noch, ja, also können hier definieren, dass man das verwenden darf und hinzufügen darf. Und ganz wichtiger Punkt, auch noch bitte aktivieren, nur zertifizierte Benutzer Visuals zulassen. Sprich, nur die, die von Microsoft zertifiziert sind, nutzen. Alle anderen, ja, muss man sich halt die Terms of Condition durchlesen. Wie sieht das aus? Dürfen die Leute da gegebenenfalls, wenn sie das Visual benutzen, also die, die das erstellt haben, die Daten abgreifen, wenn es dann mal ins Internet gepublished wurde? Ja, alles so Fragestellungen, wo man doch ja aufpassen sollte. Man sieht schon, wenn ich immer so durchscrolle, die meisten denken sich wahrscheinlich so, oh Gott, das sind so viele Einstellungen, das ich habe doch gar keine Ahnung, wie ich das jetzt alles einstellen soll. Ja, kein Problem, dafür sind wir da. Nein, Scherz. Man kann sich natürlich auch belesen und einfach mal schauen, wie die Best Practices sind für alle, für die es wirklich zu anstrengend ist. Wir sind da, wir helfen gerne. Genau, gerne mal durchgucken in einem ruhigen Moment. Davon haben wir wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage ein paar mehr. Dementsprechend kann man sich damit auch mal gerne auseinandersetzen. Für alle, die Premium haben, wir haben hier auch noch die sogenannten Kapazitätseinstellungen. Das ist tatsächlich für die Premium-Leute sehr interessant. Dort kann man nämlich einstellen, wie eine Kapazität verteilt wird. Wird diese halt auf die ganze Umgebung hier aufgeteilt oder wird die nur auf einen speziellen Arbeitsbereich zum Beispiel reduziert? Genau, das kann man alles hier einstellen. Dann haben wir hier noch die Einbindungscodes. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ich lösche mal kurz die Hände mal alle wieder. Und wer hat jetzt bei diesen Einbindungscodes jetzt was stehen? Einmal die Hand hochheben. Keiner? Oder findet es keiner? Das ist interessant. Okay, keiner hat da irgendwas stehen. Das ist schon mal gut. Weil das müsste man dann halt theoretisch einfach nochmal durchgucken, was für Einbindungscodes, also was da hinter für ein Bericht liegt, um zu sehen, ja, ist das jetzt, sind das sensible Daten, die jetzt auf einmal rausgeschmissen wurden, oder ist das einfach nur ein Demo-Report? Aber da kann man einfach dann draufklicken und sich dann anschauen, was dahinter liegt. Dann haben wir die Organisations-Visuals. Wie gesagt, habe ich ja eben schon mal gesagt, man kann selber Visuals bauen. Dann gibt es Dataflow-Einstellungen. Darauf werde ich heute nicht so tief eingehen. Das ist auch nochmal so eine Möglichkeit, Daten abzuziehen und diese dann halt in dem drunterliegenden Azure Data Lake Gen 2 abzuspeichern in einem sogenannten Common Data Model, von wo aus man denn die Daten halt für die unterschiedlichsten Services der Power-Plattform nutzen kann, wie zum Beispiel für eine Power-App. Dann haben wir auch nochmal hier den Bereich Arbeitsbereiche. Ja, das ist auch ganz spannend. Hier kann man einmal alle Arbeitsbereiche exportieren. Man kann sehen hier, ich habe auch schon 9 Arbeitsbereiche. Jeder User, der im Power BI sich anmeldet, bekommt einen Personal Workspace. Das sieht dann so aus. Und diesen Personal Workspace, da haben wir als Admins tatsächlich auch im Moment noch keinen Zugriff drauf. Also sprich, wenn irgendwie jemand das Unternehmen verlässt, müsste man sich dann nochmal mit dieser Person einloggen und diesen Workspace löschen, wenn man da so ein bisschen Struktur drin behalten möchte. Ja, klingt nach ein bisschen Arbeit, ist es tatsächlich auch. Man kann tatsächlich auch, glaube ich, mittlerweile mit PowerShell-Befehlen dort arbeiten. Speziell müsste man sich die auch nochmal im Einzelnen anschauen, was die dann alles können. Dann benutzerdefiniertes Branding. Hier sieht man schon, man kann Bilder hochladen, man kann die Designfarbe ändern. Alles, was man hier so sieht, kann man hier quasi einstellen. Dann gibt es noch die sogenannte Schutzmetrik. Die gibt es nur für Power Premium. Also zumindest war es. Vielleicht haben sie es mittlerweile auch schon geupdatet, aber das ist eigentlich eher für den Premium-Bereich gedacht. Und genau, ausgewählte Inhalte kann man denn mittlerweile seit 2 Wochen ja priorisieren oder na, ich will nicht sagen promoten, aber halt darstellen. Und zwar unter Home sieht man dann einen Bereich hier oben, wo man dann
bestimmte Berichte, die jetzt für das Unternehmen ganz wichtig sind, wie zum Beispiel bei uns wären es vielleicht so eine Utilization-Berichte, wo man dann einfach aufklicken kann und dann gleich schauen kann, wie war denn die Utilization diese Woche oder auch nicht. Genau. Super. Dann gehe ich mal weiter und schaue jetzt mal, was haben wir hier noch in meiner Präsentation. Wir gehen jetzt alle wieder zurück ins Verwaltungsportal. Dann schauen wir noch einmal über die Überwachungsprotokolle. Überwachungsprotokolle habe ich ja eben schon erwähnt. Wir brauchen ein Office 365 Admin, damit wir das machen können. Für alle, die ihn haben. Ah, ich sehe gerade wieder eine Frage. Gucken wir mal kurz. Geht die schnell? Geht die langsam? Okay. Einige haben anscheinend Probleme gerade in Power BI reinzugehen. Ja, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass Internet und viele gehen im Internet und Power BI hat manchmal auch Ausfälle. Also wenn man irgendwann hier so eine Eule mit einem blauen Auge und einer Bandage sieht, dann heißt das, der Dienst ist komplett ausgefallen. Passiert tatsächlich auch. In den letzten 3 Jahren ist es, glaube ich, dreimal passiert, also zumindest habe ich die Eule dreimal gesehen. So, jetzt aber zurück zum Überwachungsprotokoll. Wir gehen da einmal drauf. Für alle, die es dürfen. Die anderen gucken einfach zu. Und sehen jetzt hier Überwachungsprotokolle. Die muss man natürlich vorher einschalten. Das macht man, indem man denn hier an der Seite steht, dann meistens schalten Sie das an. Oder im Power BI Tenant kann man das tatsächlich auch schon machen. Und kann dann hier über die Aktivitäten, ich gebe mal ein Power BI, und kann jetzt hier unterschiedliche Aktivitäten zu Power BI tracken. Also sprich, ich gucke mal, wer hat jetzt in letzter Zeit einen Bericht erstellt, wer hat ein Dashboard erstellt und wer hat ein Dataset erstellt. Gut. So, das sind jetzt so drei Sachen. Und jetzt gebe ich hier das Datum ein, von wann bis wann. Kann dann ganz genau sagen, aha, in der Zeit möchte ich jetzt gerne mal gucken, weil vielleicht hat ja irgendjemand vermisst einen Report oder ein Dashboard. Und es ist einfach verschwunden. Warum ist das einfach verschwunden? Jetzt wird das hier kurz geladen. Wir erinnern uns an die Fragen, die wir am Anfang hatten. Und hier können wir ganz genau feststellen, wer was gemacht hat. Klar, darf jetzt auch nicht jeder sehen, weil hier sind natürlich auch spezifische Daten drin. Und daher, ja, muss man halt auch aufpassen, sensitive Daten und so. Aber hier sehen wir jetzt, dass Anna zum Beispiel ein Dashboard erstellt hat und einen Bericht erstellt hat und ich selber habe auch einen Bericht erstellt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt hier drin ist, wo ich auch immer darauf hinweisen muss oder möchte, ist die Power BI Lizenz. Also sprich, man kann zwar eine Lizenz auf einem Onboarding mitkriegen, also man sagt ja immer, das ist ja im Office 365 Paket mit drin. Ja, klar, ist mit drin. Aber wenn die Person sich das erste Mal anmeldet, kann das getrackt werden. Also sprich, wir können gucken, ob die Person das auch wirklich nutzt. Das finden wir unter, Moment, nicht Zertifizierung, hier. Testberechtigung, nein, Testberechtigung ist es nicht. Ich gebe mal Power BI Test. Lizenz. Ach ja, gestern fiel es mir noch relativ einfach, das zu finden. Aber wir haben auch gleich sonst noch mal einen Flow, wo das mit drinne ist. Power BI Abonnement. Arbeitsbereiche. Na, okay. Zeige ich gleich noch mal, wo man es findet, also wie es dann halt genau aussieht. Auf jeden Fall kann man dann halt diesen Zugriff der Lizenz dann überprüfen, indem man dann hier reingeht und man kann auch ganz genau sehen, wer hat sich jetzt die 60-Tage-Testlizenz zum Beispiel geholt und wer nutzt die gerade. Genau. Gut, dann wir haben jetzt noch, ja, 10 Minuten würde ich sagen. Gehen wir jetzt mal in den Part für die Aktivitätsbenachrichtigung. Wenn wir jetzt schon in diesem Protection und Office Center sind, gehen wir einmal unter Start, für alle, die es dürfen, und können dann hier unter Anpassen ein Widget hinzufügen, welches so aussieht. Weitere Benachrichtigung heißt es. Und da stehen wir Aktivitätsbenachrichtigungen und eingeschränkte Benutzer drinne. Und dieses Feld brauchen wir gleich, damit wir da hinkommen. Und das mache ich jetzt mal. Ich gehe jetzt einmal auf Aktivitätsbenachrichtigung und sehe, ich habe hier schon ein paar Benachrichtigungsrichtlinien eingestellt. Das geht relativ schnell, will ich sagen, wenn man die Berechtigung hat. Wir gehen auf neue Berechtigungslinie oder Berechtigungslinie, geben hier ein Power BI Dashboard. Falsche Taste. Dashboard gelöscht. Und können dann hier unten sagen, was für eine Aktion passiert denn da in dieser Benachrichtigungsrichtlinie? Gebe ich ein Power BI
Bindestrich, Dashboard gelöscht. Sehe dann darunter Benutzer, Ergebnis für alle Benutzer anzeigen. Ja, ich möchte das gerne für meine ganze Umgebung sehen und kann dann hier unten sagen, an wen es gesendet wird. In dem Fall möchte ich gerne als Admin die Benachrichtigung kriegen, wenn irgendjemand jetzt ein Dashboard löscht und sagt speichern, kriegt diese dann hier angezeigt. Und hier sehen wir jetzt auch die Power BI Free Trial. Da können wir auch nochmal reingehen und nochmal schauen. Und da sehen wir, der Punkt Free Trial heißt im Power BI Deutsch Power BI Testversion gestartet. Und da, wenn jetzt sich jemand anmeldet, kriege ich dann eine Benachrichtigung. Ich habe das mal vorbereitet, wie man so schön sagt im Fernsehen und zum Beispiel bei der Kochshow. Ich gehe mal in meine E-Mail-Benachrichtigung und sehe jetzt hier, man bekommt dann eine Nachricht, da steht dann drüber Activity Alerts. Und dort kann man sich dann ganz genau anschauen, was da jetzt passiert ist. Und dann sehen wir hier, aha, Aktivität, Create Report. Da hat jemand einen Report kreiert mit der E-Mail-Adresse, also das war ich tatsächlich. Dieses Element hieß dann Test 2. Und das kann ich dann halt ja tracken. Also ich finde das sehr, sehr sinnvoll für Sachen wie zum Beispiel, wenn man, wie gesagt, diesen Free Trial jetzt testen möchte. Und man möchte da gerne eine Benachrichtigung kriegen, wenn irgendjemand sich dafür anmeldet. Ganz spannend. Aber wie kann ich das jetzt hier automatisieren? Also ich möchte ja jetzt nicht immer hier reingehen und gucken, wenn sich da jemand neu angemeldet hat bei Power BI, der muss vielleicht ein Training kriegen. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das alles automatisch passiert und ich jetzt nicht diese E-Mail-Adresse jetzt hier rauskopieren müsste. Gib dann hier ein New Message, gebe jetzt die E-Mail-Adresse hier ein und sag jetzt Add Subject. Power BI Training. Hallo, Max Mustermann. Bitte melde dich zu folgendem Training an. Und dann darunter halt die E-Mail-Adresse und dann viele Grüße, das Power BI Team. So, das könnte ich jetzt wegschicken an die Person und sagen, hey, du hast dich jetzt angemeldet, mach doch erstmal das Training, bevor du anfängst, darin rumzuspielen, damit du auch weißt, was du tust. Und wie wir das automatisieren können, das finden wir hier. Da habe ich natürlich auch schon mal was vorbereitet, das würde sonst alles ein bisschen zu lange dauern tatsächlich. Diese Seite nennt sich jetzt emeaflow.microsoft.com. Das ist die Power Automate. Das ist, wie ich heute schon erwähnt hatte, ein Part der Power Plattform, neben Power BI, Power App und Power Virtual Agent. Und hier unter meine Flows kann ich jetzt Flows erstellen. Und hier sieht man schon, ein Flow heißt Power BI Free Trial. Aha, gucken wir mal rein. Was haben wir denn da drinnen? Wie man sieht, ich habe hier auch erstmal getestet. Einige waren nicht so erfolgreich. Man muss das halt wirklich einmal richtig einstellen, damit das auch funktioniert. Ich rufe den Flow jetzt mal auf. Wie sieht so ein Flow überhaupt aus? Der besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Man sieht das hier. Die erste Komponente ist bei Eingang einer neuen E-Mail. Also sprich, dann fängt dieser Flow erst an zu arbeiten, wenn eine E-Mail eingegangen ist, die, jetzt gucken wir hier rein, im Betrefffilter Power BI Free Trial hat. Das sehen wir ja, wenn wir in die E-Mail zurückgehen. Hier in den, okay, wir hatten jetzt eine für den Report, aber je nachdem, was für ein Alert wir hatten, Moment, sehen wir natürlich hier in der Benachrichtigung, in der Linie, was ist da drinnen in dem Betreff. Und wir haben das jetzt selber in der Hand, was wir da einstellen. Also das können wir ja wirklich tatsächlich, wie kann ich das jetzt, einstellen? Das kann ich ja hier im Überwachungsprotokoll beziehungsweise in den Benachrichtigungsrichtlinien. Gehe nochmal rein, kann ich den Namen ja selbst vergeben. Und diesen Filter, den kann ich dann hier einsetzen. Also immer alle E-Mails, die diesen Betreff haben, werden jetzt ab jetzt überwacht. Gehe dann in den nächsten Punkt und dort wird dann das HTML, also die E-Mail, einmal in einen Text umgewandelt. Und dann wird dieser Text analysiert durch diese vier Compose-Schritte. Es gibt natürlich auch nochmal eine Anleitung dazu, die zeige ich dann auch gleich nochmal, auf welcher Seite man die findet. Da kann man wirklich den Schritt für Schritt durchgehen. Im ersten Schritt wird dann der Text erstmal gezählt. Im zweiten Schritt wird bis zu einer bestimmten Stelle gezählt, wo dann auch ein Wort quasi ab dem Wort wird dann gezählt. Dann wird im dritten Schritt gesagt, da ist das Ende, bis wo du zählst. Und im vierten Schritt wird dann das, was hier zwischensteht, extrahiert. Und in unserem Fall, wenn ich zurück in die E-Mail gehe, wird der Text gezählt bis zu diesem Punkt. Also der Text davor wird bis zu dem Punkt gezählt.
Der dritte Element sagt, bis hier sollst du zählen, also bis Element. Und er extrahiert mir dann tatsächlich diesen String, also die E-Mail-Adresse, die wir benötigen. Genau. Und das ist dann eigentlich, was dann passiert, kann man sich schon denken. Wir haben hier eine Send-E-Mail, in der die Ausgabe aus 4, also sprich diese E-Mail-Adresse, eingesetzt wird, wo dann der Text drin steht, Power BI Training. Und hier unten, bitte melde dich bei Punkt, Punkt für das Training, dein Power BI-Team. Und das wird jetzt automatisch natürlich immer rausgeschickt, wenn sich jetzt jemand da anmeldet. Wir müssen nicht mehr reingehen und sagen im Outlook, ich muss jetzt hier wieder reingehen, E-Mail-Adresse kopieren, eine neue E-Mail schreiben und das wieder wegschicken. Nein, mit diesem Flow, den wir hier sehen, passiert das ab jetzt immer automatisch. Jedes Mal, wenn ich so eine Benachrichtigung bekomme in mein Outlook, wird es automatisch getrackt. Das heißt, ich kann die Nachricht, die hier im Outlook ankommt, auch in ein separates Postfach legen und wir müssen uns dann eigentlich um nichts mehr kümmern. Vielleicht ab und zu mal nachschauen, ob der Flow noch läuft, aber selbst da kriegen wir eine Benachrichtigung, ob der Flow noch läuft oder ob er nicht läuft. Also wenn er abgeschaltet ist, kriegen wir eine Nachricht, schau doch mal bitte in den Flow. Kann passieren, wenn sich zum Beispiel das Passwort ändert, dass man da nochmal Anpassungen vornehmen muss. So, wo finde ich denn jetzt eigentlich diese tolle Anleitung? Die finden wir auf dieser Seite, und zwar unter dem Punkt E-Mail-Adresse mit Hilfe von Power Automate extrahieren. Eigentlich relativ eingängig. Gerne einfach mal durchlesen. Da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das selber zu Hause für sich machen kann oder halt für die Arbeit, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Und auch wenn ihr da Hilfe braucht, einfach gerne nochmal schreiben, kein Problem. Gehe ich nochmal in meine Präsentation, in meine PowerPoint-Präsentation und schau mal, ob wir jetzt die Punkte, die ich jetzt hier noch drin habe, alle abgearbeitet habe. Genau, wir waren jetzt bei der Umgebung. Dann haben wir uns die Überwachungsprotokolle angesehen. Hier gibt es tatsächlich noch einmal die ganzen Rollen, die mit Power BI zu tun haben. Also zum Beispiel der Kapazitätsmanager im Power BI Premium, Embedded Capacity etc., Workspace Admin. Also alles, was für Rollen es jetzt wirklich im Office 365-Umfeld gibt. Dann haben wir eben auch nochmal durchgegangen, sind wir noch durchgegangen, die Audit Logs, also sprich, wo kann ich angucken, ob jemand einen Bericht gelöscht hat oder ob jemand einen Bericht erstellt hat. Und die Maximalrange ist dafür natürlich 90 Tage. Wenn man es länger haben will, muss man sich überlegen, wo man es reinschreiben möchte, was mit Power Automate ja auch kein Problem wäre. Und hier gibt es dann auch nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung einrichten in 4 Schritten. Wie kann ich jetzt tatsächlich so eine Benachrichtigungsrichtlinie einrichten? Und darunter auch nochmal Schritt 1 bis 4, wie kann ich jetzt erfassende Benachrichtigungsrichtlinien, also das, was ich eben einmal in der Praxis gezeigt hatte, wie kann man das ja automatisieren, diesen ganzen Prozess. Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich schaue jetzt gleich nochmal in die Fragen rein und dann schauen wir nochmal. Ich habe gerade gesehen, das war noch die Folie vom Kollegen, das ändere ich natürlich gleich noch, bevor ich es hochlade. Genau, was haben wir noch für Fragen? Gerne jetzt noch Fragen in den Arbeitsbereich. Ich sehe, wir haben hier einmal unter Mandanteneinstellung Published Web. Wie kann man das abstellen? Kein Problem, zeige ich noch mal kurz. Wir gehen in den Power BI Service rein unter den Mandanteneinstellungen und finden dann unter Einstellungen im Web veröffentlichen haben wir hier den Punkt. Da gehen wir einmal raus, deaktivieren, steht, Personen in Ihrer Organisation können öffentliche Berichte im Web veröffentlichen zur Anzeige, öffentliche Berichte, ist keine Authentifizierung erforderlich, ein wichtiger Punkt, weil, wie gesagt, jeder kann es halt sich angucken, auch meine Oma irgendwo in Mecklenburg und kann dann halt sagen, wenn ich es aber aktiviert habe, ich möchte gerne, dass nur eine bestimmte Sicherheitsgruppe die Berechtigung dafür hat, kann dann die Sicherheitsgruppe im Azure anlegen, hier eintragen und dann dürfen natürlich nur die Leute, die dafür berechtigt sind, das auch nutzen. Genau. Sonst noch Fragen? Einfach in die Frageleiste schreiben. Ich gucke dann gleich nochmal durch. Ich würde sagen, dafür nehmen wir uns nochmal kurz 1, 2 Minuten. Anscheinend hat keiner mehr irgendeine Frage. Wenn doch mal Fragen auftauchen sollten, kein Problem. Wie gesagt, die Präsentation werde ich auch nochmal rumschicken. Da wird dann auch nochmal meine Kontaktadresse drinne stehen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ihr konntet was lernen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Power BI Governance nahe bringen, auch wenn es jetzt nur 45 Minuten im Schnelldurchlauf waren. Für alle, die da ein bisschen eine langsamere Anleitung brauchen, kein Problem. Wie gesagt, wir können da gerne mal vorbeikommen und uns das mal anschauen bei euch. Und genau. Ja, das war's.
Ich würde sagen, die nächste Session startet in schon 12 Minuten. Ich will euch nicht abhalten. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Dementsprechend, wir hören uns vielleicht noch mal am Ende des Tages. Ich bin auf jeden Fall Co-Moderator in jeder einzelnen Session. Wenn noch irgendwie Fragen auftauchen sollten, gerne noch mal persönlich anschreiben, einfach. Und genau, wir sehen uns dann gleich wieder und viel Spaß bei der nächsten Session.